Jetzt gucken wir in die Niederlande mit André Kraus. Er hat Geschichte und Germanistik an der Uni Düsseldorf studiert. Seit 2011 ist er Lehrkraft am Zentrum für Niederlande-Studien der Uni Münster im Fachbereich Geschichte und Medien. Sein Dissertationsthema lautet Rechtspopulismus im Spiegel der niederländischen Medien von 2001 bis 2012 und sie wird nächstes Jahr veröffentlicht. Und hören wir jetzt quasi einen Vortrag über Populismus in den Niederlanden und eine andere, sehr schillernde Person, Gert Wilders, ein Politiker in den Niederlanden. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, Ihnen etwas zum Thema Rechtspopulismus in den Niederlanden erzählen zu können, auch wenn das, was ich Ihnen erzähle, an sich gar nicht so sonderlich erfreulich ist. Aber ich würde vorschlagen, wir legen mal los. Das ist so ein wenig der Fahrplan für heute. Ich werde Ihnen kurz etwas zur politischen Landschaft in den Niederlanden erzählen. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten von Ihnen sich noch nicht sonderlich intensiv damit beschäftigt haben. Danach stelle ich Ihnen die Person Gert Wilders vor, die in diesem Zusammenhang besonders wichtig ist, wie Sie nachher feststellen werden. Ich werde auch einige Worte zu seiner Partei, zu seiner politischen Bewegung, der PVV, verlieren. Im Anschluss daran einige wichtige Punkte aus Wilders Programmatik und danach geht es weiter mit der Frage, wer wählt überhaupt die PVV? Da werden Sie feststellen, da gibt es deutliche Überschneidungen mit der Wählerschaft des Front National. Da wird sich einiges wiederholen. Und abschließend beantworte ich die Frage, ist Gert Wilders überhaupt ein Rechtspopulist? Ja, im Anschluss daran gibt es dann ein paar Literaturtipps. Diese PowerPoint-Präsentation, die können Sie gerne zugeschickt bekommen. Und wenn Sie dann das, was ich Ihnen erzähle, noch gerne vertiefen möchten, können Sie das natürlich dann gerne tun. Ja, jetzt wird es zum ersten Mal ein wenig kompliziert. Hier sehen Sie alle Parteien, die nach den letzten Wahlen zum nationalen Parlament in den Niederlanden, das nationale Parlament heißt die Zweite Kammer, den Sprung über die sehr geringe Wahlhürde geschafft haben. Das waren 2012 11 Parteien. Mittlerweile gibt es einige Abspaltungen. Das heißt, wir haben in der zweiten Kammer im nationalen Parlament gegenwärtig 15 Fraktionen. Die verteilen sich auf 150 Sitze. Also die Fraktionen sind zum Teil sehr klein. Wie Sie hier unschwer erkennen können, die PVV ist hier auf diesem Schaubild relativ weit in der Mitte angesiedelt. Bei der Links-Rechts-Achse bzw. der Progressiv-Konservativ-Achse. Warum das der Fall ist, werden Sie gleich im Rahmen des Vortrages noch hören. Ich kann jetzt nicht die einzelnen Parteien vorstellen. Drei greife ich mal heraus. Sie sehen einmal oben die PVDA. Das ist die Partei von der Arbeit. Das sind die Sozialdemokraten, die gegenwärtig Mitglied der Regierung ist. Und ganz weit rechts, das ist die VVD, das ist die derzeit größte Partei in der Zweiten Kammer. Das ist eine konservativ-liberale Partei, die auch den Ministerpräsidenten Marco Rutte stellt. Und da wir ja hier bei der Heinrich-Böll-Stiftung sind, möchte ich das nicht ganz unerwähnt lassen. Da relativ weit oben, GL, das ist Grün-Links, das ist sozusagen die Schwesterpartei von Bündnis 90 Die Grünen. Um es mal vereinfacht darzustellen. Ja, das ist ein Blick in die Zweite Kammer. Das ist sozusagen die Bühne von Gert Wilders, der immer ganz links außen, beziehungsweise ganz unten links außen sitzt. Also wenn man vorne steht, ganz rechts außen, logischerweise. Das ist der Ort, wo die Niederländer ihn in der Regel dann in diesem Parlament sehen. Ja, das ist ein Blick auf das letzte Wahlergebnis im Jahr 2012. Da wurde zuletzt das nationale Parlament gewählt. Wie Sie erkennen können, hat Gert Wilders Partei damals gut 10% der Stimmen errungen. Ich muss dabei sagen, die Niederländer rechnen nicht in Prozenten, die rechnen immer in Sitzen. Also er hat 15 Sitze damals errungen. Er ist, wie man sehen kann, im Vergleich zu 2010 damals sehr stark abgestraft worden. Wie Sie vielleicht wissen, hat Gert Wilders von Oktober 2010 bis April 2012 eine Minderheitsregierung toleriert. Das war eine Minderheitsregierung aus Christdemokraten und Konservativliberalen, kann man ein wenig mit dem dänischen Modell vergleichen. Ja, und sei auch nicht unerwähnt, die Grünen auch relativ schwach 2012, 2,3%. Ich hatte es gerade schon mal erwähnt, es gibt keine nennenswerte Wahlhürde in den Niederlanden. De facto liegt die bei 0,6%. Das heißt, sie müssen 60.000 Stimmen erringen, dann haben sie einen Sitz im nationalen Parlament. Also das ist relativ einfach, um es mal so zu sagen. Ja,
Da es so viele Parteien gibt, gibt es bei der sogenannten Sonntagsfrage auch sehr schöne bunte Kurven. Für Sie interessant ist das, was überhaupt nicht bunt ist, das, was grau ist, das ist nämlich die PVV. Das ist eine Umfrage, das letzte Ergebnis stammt vom 8. November. Wie Sie sehen können, stellt Geert Wilders gegenwärtig die mit Abstand größte Partei in den Meinungsumfragen. Er käme auf an die 40 Sitze. Die anderen Parteien liegen deutlich dahinter. Die Regierungsparteien, die ich gerade genannt habe, VVD und auch die Sozialdemokraten, ja, weit dahinter. Wie Sie auch sehen können, die niederländischen Sozialdemokraten würden derzeit 10 Sitze erringen, würden also bei deutlich unter 10% liegen. Also die niederländischen Sozialdemokraten sind in der größten Krise, die sie in ihrer ganzen Geschichte erlebt haben. Ja, zur Person Geert Wilders. Ich gehe mal davon aus, dass Sie diesen Herrn schon mal irgendwann in den Medien gesehen haben. Das ist für uns teilweise sehr bedauerlich am Zentrum für Niederlande Studien, denn wenn Sie einen niederländischen Politiker kennen, ist es Geert Wilders, aber es gibt auch andere, das sei mal erwähnt. Ja, in der Grenznähe geboren in Venlo und ein paar Daten zu ihm. Das ist jetzt nicht ganz uninteressant, wenn man seinen persönlichen Hintergrund sieht. Er ist seit 1992 mit einer jüdischen ungarischen Diplomatin verheiratet. Er stammt ursprünglich aus einem römisch-katholischen Milieu. Venlo gehört zur Provinz Limburg, traditionell katholisch geprägt. Mittlerweile hat auch da die Säkularisierung eingesetzt. Allerdings, Wilders selbst bezeichnet sich auch als Agnost. Also der hat mit seinem Glauben nicht allzu viel zu tun. Nicht mehr zu tun. Das heißt, wenn er mal vom christlichen Abendland spricht, was verteidigt werden muss, ist das wirklich Rhetorik. Also er selbst ist kein überzeugter Christ. Ja, zu seinem Hintergrund, für Sie nur interessant, also er hatte nicht studiert. Ich sage das mal, man hat häufig schon lesen können in deutschen Medien, er habe Jura studiert. Das stimmt nicht. Er hat sozusagen in der niederländischen Fernuni ein paar Teilzertifikate in diesem Bereich erworben. Das nur mal zur Richtigstellung. Er hat beim niederländischen Krankenkassenrat und beim Sozialversicherungsrat gearbeitet, also relativ staatsnah. Das ist nicht ganz unwichtig, wenn ich gleich zum Thema Outsider Ihnen etwas erzähle. Das ist jetzt so der politische Werdegang. Sie können sehen, er ist seit 1990 im Prinzip im politischen Machtzentrum der Niederlande aktiv. Er arbeitet seit 1990 in der Zweiten Kammer, am Anfang als Mitarbeiter der VVD-Fraktion. Also er war von 1988 bis 2004 Mitglied dieser konservativ-liberalen Partei. Er ist dann 2004 ausgetreten aus der VVD. Das lag daran, dass die VVD damals einen EU-Beitritt der Türkei befürwortet hat und er war vehement dagegen. Deswegen hat er die VVD verlassen. Und er hat dann Ende 2004 weitergemacht in der Zweiten Kammer unter dem Namen Groep Wilders. Also er war der einzige Abgeordnete, aber das Ganze hieß dann Gruppe Wilders. Das ist so eine Besonderheit in den Niederlanden. Und er hat quasi den Sitz geklaut, kann man sagen, den er für die VVD errungen hat. Und diese Groep Wilders wurde dann nachher umbenannt in PVV. Das ist die Partei, die ihn jetzt mehrfach begegnet. Was Sie hier eben festhalten können, Geert Wilders stellt sich eben wie jeder Populist gerne als Außenseiter, als anti-elitärer Herausforderer dar. Allerdings gibt es gegenwärtig keinen Politiker in Den Haag, der schon so lange tatsächlich im politischen Machtzentrum arbeitet wie Geert Wilders, ein Vierteljahrhundert. Also Geert Wilders kennt die Menschen im Land im Prinzip gar nicht, weil er immer sozusagen unter dieser Käseglocke in Den Haag, wie man in den Niederlanden immer so schön sagt, gearbeitet hat. Das nur zum Faktor Glaubwürdigkeit in diesem Zusammenhang. Die PVV ist 2006 gegründet worden. Das ist wirklich eine sehr interessante Partei. Das sehen Sie, wenn ich Ihnen etwas zur internen Organisation erzähle. Denn die PVV ist eine Ein-Mann-Partei. Die PVV hat nur ein Mitglied und dieses Mitglied heißt Geert Wilders. Also Parteitage sind relativ unkompliziert. Die gibt es natürlich nicht. Das Machtzentrum dieser Partei ist logischerweise die Zweite Kammer, die ich Ihnen gerade schon mal auf diesem Foto gezeigt habe. Da, wo Geert Wilders sitzt, ist nun mal logischerweise das Machtzentrum. Diese Konstruktion führt dazu, dass die PVV keine staatlichen Subventionen erhält. Dann müsste sie nämlich mindestens über 1.000 Mitglieder verfügen. Also die Abgeordneten in der Zweiten Kammer erhalten natürlich Geld für ihre Tätigkeit, wie das auch in Deutschland der Fall ist. Allerdings erhält die Partei eben keine staatlichen Zuschüsse, weil sie eben so organisiert ist. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wie finanziert sich denn diese Partei? Denn man muss ja auch irgendwie Wahlkämpfe stemmen oder irgendwelche öffentlichkeitswirksamen Aktionen, die ich Ihnen nachher noch einmal kurz vorstelle.
Es gibt im Hinblick auf die Parteifinanzierung absolut keine Transparenz. Man weiß nicht, woher die Gelder stammen. Man weiß aber, dass Geert Wilders häufig bei Freunden, bei islamfeindlichen, islamkritischen Freunden in den USA und in Israel eingeladen wird. Das ist das absolute Rechtsaußenspektrum, was diese beiden Länder anzubieten haben. Und ja, da kann man dann meinetwegen $3,000 ausgeben, dann dürfen sie mit Geert Wilders zu Abend essen. Und so wird dann die Partei unter anderem finanziert. Nichtsdestotrotz, es ist eine Ein-Mann-Partei, dennoch gibt es mittlerweile 17 Fraktionen. Wir haben die PVV nicht nur in der zweiten Kammer, wir haben sie auch in der ersten Kammer, die man ganz grob mit dem Bundesrat vergleichen kann. Sie ist in allen 12 niederländischen Provinzen in den Provinzparlamenten vertreten. Es gibt auch eine EU-Fraktion in Brüssel, was sehr interessant ist, weil Sie werden nachher von mir hören, man möchte eigentlich die EU abschaffen. Und man ist auch in 2 Stadträten vertreten, in Den Haag und Almere. Nur in 2 Stadträten. Es gibt fast 400 Gemeinden in den Niederlanden. Allerdings hat man sich dazu entschlossen, nur in diesen beiden Städten anzutreten, weil man eben wusste, wir haben eigentlich nicht genügend geeignete Kandidaten, um in allen Städten mitzuwirken bei den Wahlen. Das zeigt Ihnen, die PVV ist kommunalpolitisch überhaupt nicht verankert, außer eben mit diesen beiden Städten. Ja, zu den politischen Standpunkten der PVV. Ich möchte hier einmal auf das letzte Wahlprogramm aus dem Jahr 2012 verweisen, was eben im Vorfeld dieser letzten Wahlen zum nationalen Parlament veröffentlicht worden ist. Dieses Wahlprogramm trug schon den programmatischen Titel Hun Brüssel und Nederland, was übersetzt so viel heißt wie Ihr Brüssel, unsere Niederlande. Da weiß man schon, wo es lang geht. Auch wenn man dann die niederländische Fahne dann so prominent platziert hier sieht. Ich möchte die wichtigsten Themenbereiche einmal kurz herausgreifen, denn was schreibt denn die PVV? Also was ich Ihnen jetzt hier erzähle, das steht so wortwörtlich im Wahlprogramm. Zunächst will das Kernthema Islam, Immigration und Integration. Was fordert Wilders? Da steht dann im Wahlprogramm das Allerwichtigste, raus aus der EU. Die Niederlande müssen eben wieder bestimmen, wer letztendlich ins Land kommt und wer nicht. Das war eine der zentralen Forderungen. Wilders fordert einen kompletten Einwanderungsstopp für Menschen aus islamischen Ländern. Doppelte Staatsbürgerschaften sollen verboten werden, was auch für marokkanischstämmige Politiker in Niederlanden relativ schwierig ist, weil die auch ihre marokkanische Staatsbürgerschaft nicht abgeben können. Das wäre das politische Aus für einige prominente niederländische Politiker, unter anderem für Ahmed Abu Talib, der ist Bürgermeister in Rotterdam, Sozialdemokrat. Ja, dann auch wortwörtlich im Wahlprogramm, für Ausländer gilt arbeiten oder abhauen. Wenn ein Ausländer keinen Job hat, muss er die Niederlande verlassen, wenn es nach der PVV geht. Ausländer sollen Assimilationsverträge unterschreiben. Wenn sie die nicht unterschreiben, beziehungsweise diese Assimilationsverträge nicht einhalten, sollen sie auch rausgeschmissen werden. Ja, der illegale Aufenthalt in Niederlanden soll strafbar werden. Gut, also das ist eine Forderung, die findet man jetzt mittlerweile auch bei anderen Parteien. Ja, das ist so ein bisschen das zu diesem Thema. Ja, und das auch eine Forderung aus dem Jahr 2012. Es soll nicht mehr als 1.000 Asylbewerber pro Jahr zugelassen werden. In letzter Zeit sind knapp 2.000 Asylbewerber oder Flüchtlinge, muss man sozusagen, pro Woche in die Niederlande gestürmt. Also das ist jetzt auch schon deutlich überholt. Ja, wenn Sie die Homepage der PVV anwählen, dann können Sie zum Beispiel dieses kleine Formular ausfüllen. Wenn Sie hier ein Kreuzchen machen, dann sagen Sie, ja, ich möchte auch, dass die Grenzen geschlossen werden. Rechts sehen Sie auch dieses wunderbare, an Abführungszeichen, wunderbare Plakat zu diesem Thema, Geert Wilders, der da eben sagt, die Grenzen sollen geschlossen werden. Im Hintergrund wirklich dieses absolut klischeehafte Niederlande-Bild mit der Mühle hinten, der blaue Himmel und die grünen Wiesen, also klischeehaft, da geht es gar nicht, wenn man die Niederlande darstellt. Ja, dann gibt es noch eine zweite Möglichkeit, auf der Homepage gegenwärtig aktiv zu werden. Da kann man sich beschweren, wenn es Probleme mit den sogenannten AZCs gibt, das sind Flüchtlingsheime. Also wenn Sie sich von den Flüchtlingen gegenwärtig in den Niederlanden belästigt fühlen, können Sie das hier melden. Und Geert Wilders wird das dann in der zweiten Kammer thematisieren. Auch Einzelfälle. Ja, was findet man zum Thema Islam? Das ist eigentlich der wichtigste Programmpunkt für Geert Wilders. Der Islam ist keine Religion, sondern eine totalitäre Ideologie. Das ist für Geert Wilders sehr praktisch, denn er muss sich den Vorwurf nicht gefallen lassen, aus seiner Sicht gegen die Religionsfreiheit zu verstoßen, denn der Islam ist keine Religion, aus seiner Perspektive. Ja, es sollen keine Moscheen mehr gebaut werden in den Niederlanden, es soll ein Minarettverbot eingeführt werden, es sollen alle islamischen Schulen geschlossen werden und
drei Punkte, die sehr bekannt sind in den Niederlanden. Geert Wilders fordert nicht nur ein Burka-Verbot, er fordert auch ein Koranverbot und er möchte Kopftücher besteuern. Er hat im nationalen Parlament die sogenannte Kopf-for-the-Tax eingefordert. Das kann man mit Kopftuchsteuer übersetzen. Ist allerdings noch sehr vornehm übersetzt, weil Kopf heißt eigentlich mehr Birne und Fort heißt Lumpen. Also Kopflumpensteuer kann man das Ganze auch nennen. Das war eine seiner Forderungen. Zum Thema Außenpolitik, was findet man da? Die anti-islamische Stoßrichtung ist deutlich geworden. Aus diesem Grunde fordert Wilders auch, dass die Niederlande sich nicht mehr an Waffenverkäufe an islamische Länder beteiligen. Die Türkei als islamisches Land sollen die NATO verlassen. Und ja, der Punkt Nordzypern sei ja auch einmal genannt. Beim Thema Israel positioniert Wilders sich ganz eindeutig pro-israelisch, pro-Netanyahu, könnte man auch sagen. Der Nahostkonflikt ist für ihn gelöst, denn es gibt längst einen palästinensischen Staat, das ist Jordanien, das können Sie hier im Wahlprogramm nachlesen. Die sogenannte Israel-Hass-Industrie soll nicht mehr subventioniert werden. Wilders spricht sich dafür aus, dass der Bau jüdischer Dörfer in Judäa und Samaria politisch unterstützt wird. Judäa und Samaria, das ist die Gegend, die Sie in den Nachrichten in der Regel als Westbank, schon mal begegnet ist. Ja, dann auch noch in einem symbolischen Akt beispielsweise soll die niederländische Botschaft von Den Haag nach Jerusalem umziehen. Das fordert Geert Wilders auch. Dann noch als kleine Ergänzung ein paar Ausführungen zum letzten Europawahlprogramm aus dem Jahr 2014. Das Europawahlprogramm, das konnten Sie sich relativ zügig durchlesen, das bestand nämlich nur aus einer DIN A4-Seite und die war auch nur halb gefüllt. Insofern, allzu viele Forderungen konnte Geert Wilders nicht aufstellen in diesem Wahlprogramm. Allerdings die entscheidenden: Die Niederlande sollen die EU verlassen, der Euro soll abgeschafft werden und der Gulden soll wieder eingeführt werden. Und auch hier sehen Sie dann wieder den Punkt Immigrationspolitik. Also Geert Wilders vertritt eben die Ansicht, dass die Niederlande keine aus seiner Perspektive vernünftige Immigrationspolitik einschlagen können, weil Brüssel sie letztendlich immer behindert aufgrund der verschiedenen Bestimmungen, die auf EU-Ebene einzuhalten sind. Und ich möchte Ihnen auch mal, Grenze für Arbeitsmigration schließen, finden Sie ja auch noch. Ein Zitat aus diesem sehr kurzen Wahlprogramm, das möchte ich einmal vortragen, weil das auch viel aussagt über die Geisteshaltung von Geert Wilders. Also Zitat: Die Masseneinwanderung und die Islamisierung sind katastrophal für die Niederlande. Unsere Identität ist in Gefahr. Wir möchten kein Eurabien werden. Dazu sage ich gleich noch etwas. Wir möchten bleiben, wer wir sind. Wir möchten frei und souverän sein. Politische Entscheidungen treffen wir in Den Haag, nicht in Brüssel. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen schon mal etwas von dem Begriff Eurabien gehört hat. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann ich Ihnen ein fürchterliches Buch empfehlen. Das stammt von einer Schriftstellerin namens Bat Yehor, das ist ihr Künstlername, Synonym, Pseudonym, wie auch immer. Darauf kann ich jetzt nicht im Einzelnen eingehen. Man kann festhalten, sie entfaltet in diesem Buch eine Theorie, warum die europäischen Politiker in den 70er Jahren die Islamisierung Europas zugelassen haben. Das wird wie ein wissenschaftliches Buch präsentiert, ist allerdings laut einhelliger Meinung der Wissenschaft nicht wirklich ernst zu nehmen und man kann das Ganze als klassische Verschwörungstheorie einstufen. Allerdings ist Geert Wilders ein glühender Anhänger dieser Eurabien-Theorie. Wie gesagt, aus zeitlichen Gründen kann ich darauf jetzt nicht näher eingehen. Worauf ich näher eingehen möchte, das ist der Anhang der PVV und wie ich gerade schon angekündigt habe, hier überschneidet sich einiges zwischen PVV und Front National. Hier sind die niederländischen Wähler nach den letzten Wahlen zum nationalen Parlament 2012 in demografischer Hinsicht sozusagen aufgeteilt worden. Und da können Sie sehen bei der PVV, dass die Wilders-Partei von jungen Menschen kaum gewählt wird. Also landesweit hatte die PVV ca. 10% der Stimmen. In der jüngsten wahlberechtigten Alterskategorie hatte Wilders nur 2%, 18 bis 24. Und wie Sie unschwer an den grünen Zahlen erkennen können, Wilders wird vor allen Dingen in den mittleren Alterskategorien gewählt. Also der klassische Wilders-Wähler ist eher so, sagen wir mal, 50, also deutlich eher 50 als 20, um es mal so zu sagen. Auch das eine Überschneidung mit Frankreich. Der klassische PVV-Wähler ist eher schlecht gebildet, deswegen da kann ich mich relativ kurz fassen. Bei den Menschen, die zum Beispiel einen Hochschulabschluss haben, hat die PVV 2012 nur 2% der Stimmen errungen. Und bei den Menschen mit der niedrigsten formalen Schulbildung waren es dann 20%. Also das sind ja nun wirklich signifikante Unterschiede.
Sie können sich denken, dass sich das natürlich auch dann beim Faktor Einkommen widerspiegelt. Also auch hier will das wird von Menschen, die über ein hohes Einkommen verfügen, kaum gewählt im Jahr 2012. Ein bisschen differenzieren muss man dann bei den unteren Alterskategorien. Wilders ist besonders populär in der Kategorie, die hier als Mittel-Minus angedeutet ist. Das ist sozusagen die untere Mittelschicht. Das sind die Menschen, die Abstiegsängste haben. Das haben Sie vielleicht auch gestern schon gehört. Das sind die Menschen, die vielleicht besonders empfänglich sind für Parteien wie Wilders. Diejenigen, die schon im Prinzip nichts oder fast nichts haben, die wählen in den Niederlanden eher die sozialistische Partei. Ja, dann sind auch die Wähler gefragt worden 2012, welche Themen waren denn bei ihrer Entscheidungsfindung besonders wichtig? Und da sieht man auch, dass der PVV-Wähler deutlich abweicht von den Wählern anderer Parteien. Denn im Jahr 2012 haben 78% der Wilders-Wähler gesagt, mir war das Thema EU wichtig. Wenn man jetzt die Wähler aller anderen Parteien sieht, waren es 48%, eine deutliche Abweichung. Ebenso deutlich die Abweichung beim Thema Immigration. 67% der Wilders-Wähler sagen, ja, mir war das Thema Immigration besonders wichtig bei meiner Wahlentscheidung. Bei den Wählern der anderen Parteien insgesamt betrachtet nur 21%. Das ist ein deutlicher Unterschied. Zu dem anderen Punkt sage ich nachher noch mal etwas. Ja, jetzt kann man sich die Frage natürlich stellen, ist Geert Wilders ein Rechtspopulist? Und das ist eine Frage, die alle Forscher, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, sehr stark beschäftigt. Gerade diese Etikettierungsfrage ist schwierig zu beantworten im Zusammenhang mit Geert Wilders. Ich zeige Ihnen jetzt einmal die Populismusdefinition, die Sie bei niederländischen Forschern finden. Das ist in der Regel überschneidet sich das mit dem, was auch ein Frank Decker beispielsweise schreibt, auch andere deutsche Populismusforscher, aber ich möchte es hier noch einmal erwähnen. Man unterscheidet zwischen primären und sekundären Kennzeichen, beziehungsweise zwischen Basiszutaten und Geschmacksverstärker, wie die Niederländer so plakativ schreiben. Also Sie können bei Wilders auf jeden Fall feststellen, dass er anti-elitär ist. Also er setzt sich regelmäßig von der sogenannten herrschenden Clique in Den Haag ab. Und auch das Thema Volksverherrlichung finden wir bei Geert Wilders. Der brave niederländische Bürger, der firmiert bei Wilders unter den Namen Henk und Ingrid. Das ist so sein Idealpaar, ein niederländisches Idealpaar, Henk und Ingrid, die die guten niederländischen Tugenden verkörpern, die dann eben abgegrenzt werden von den Gegenspielern. Das sind, die werden es ahnen, Ali und Fatima. Das steht auch so im Wahlprogramm. Ja, zu den Geschmacksverstärkern. Wilders ist der Anhänger von Verschwörungstheorien. Ich habe gerade kurz Eurabien skizziert. Das ist nicht die einzige. Ja, er pflegt einen volksnahen Stil, das sieht man auch schon an der Sprache, wenn er sowas wie Kopflumpensteuern einfordert beispielsweise. Das ist auch eine Sprache, die man bei anderen Politikern eher nicht vorfinden würde, erst recht nicht im Parlament. Voluntarismus, was ja so viel heißt wie, wenn wir wollen, können wir alle Probleme problemlos lösen. Wie Sie gerade gesehen haben auf der Homepage, bestes Beispiel, Grenzen dicht und dann haben wir keine Probleme mehr mit Flüchtlingen. Das ist seine Lösung. Ja, er ist auch ein Befürworter von direktdemokratischen Elementen. Er möchte, dass die Niederländer abstimmen, zum Beispiel verlassen wir die EU. Also da möchte er Volksabstimmungen durchführen. Das ist auch das, was man bei fast allen Populisten vorfindet. Dann der letzte Punkt ist ein bisschen schwieriger, charismatische Führung. Man mag darüber diskutieren, ist Wilders ein charismatischer Führer oder nicht. Bei einigen wirkt das Charisma eher gar nicht. Sondern da wirkt er vielleicht eher albern mit seinen blond gefärbten Haaren. Allerdings kann man festhalten, dass doch viele, sage ich mal, in ihm einen Menschen sehen, der das Land aus politischen Problemen tatsächlich führen kann. Also hier könnte man sagen, problemlos, ja, diese genannten Merkmale finden sich alle bei Wilders, in unterschiedlicher Intensität natürlich, darauf kann ich jetzt nicht eingehen, aber das Etikett rechtspopulistisch ist wirklich schwierig, denn Wilders vertritt auch sehr viele libertäre Positionen. Das heißt, er tritt vehement ein, das haben wir auch gerade schon mal gehört, für die Gleichstellung von Homosexuellen, für Frauenrechte, für Abtreibung, für Euthanasie. Jetzt kann man behaupten, dass das vor allen Dingen eine Spitze gegen den Islam ist, dass er für die Rechte von Homosexuellen eintritt. Da muss man allerdings jetzt dabei sagen, das ist jetzt auch sehr tief in der niederländischen Kultur verankert, dass die Gleichstellung von Homosexuellen eigentlich bei allen Parteien mittlerweile relativ weit oben auf der Agenda steht. Das heißt, da gibt es eigentlich kaum Meinungsunterschiede. Ich lasse mal so zwei orthodox-protestantische Parteien außen vor, die auch im Parlament vertreten sind. Und wie gesagt, er vertritt auch klassische linke Standpunkte in der Sozialpolitik. Da liegt er eigentlich auf einer Linie mit der sozialistischen Partei. Und auch hier eine Überschneidung mit Frankreich. Wilders hat auch früher sehr marktradikale, neoliberale Positionen vertreten. Das wird Sie nicht wundern, er stammt aus der konservativ-liberalen VVD.
Um das Jahr 2009 herum hat er einen deutlichen Linksschwenk vollzogen. Und ja, das war eigentlich aus pragmatischen Gründen, denn da saß seine Wählerschaft. Sie haben gerade gesehen, wer wählt die PVV? Die verfügen über relativ wenig Geld, wenig Bildung. Das sind Menschen, die sie mit neoliberalen Positionen eigentlich nicht für sich gewinnen können. Insofern aus pragmatischen Gründen auf der sozialökonomischen Ebene eine klare Kehrtwende. Also Wilders ist eindeutig rechts in seinen Kernbereichen, Immigration, Integration und Islam. Dann der letzte Punkt, bevor ich jetzt schließe. Man kann schlussfolgern, dass die Programmatik von Wilders eklektisch ist. Das schreibe ich auch in meiner Dissertation. Das heißt, das sind verschiedene Versatzstücke, verschiedene Weltanschauungen finden sich dort wieder. Das ganze Programm ist eigentlich nicht kohärent. Und man muss sich im Prinzip jeden Themenbereich im Wahlprogramm einzeln anschauen, um hier ein passendes Etikett anbringen zu können. Und insofern ist die Einstufung von Geert Wilders relativ schwierig. Wie gesagt, das bekommen Sie von mir zugeschickt. Und wenn Sie das alles vertiefen wollen, können Sie das tun? Vielleicht können Sie auch noch Niederländisch lernen in diesem Zusammenhang. Was ich Ihnen auch noch empfehle, in englischer Sprache, das ist die Autobiografie von Geert Wilders. Nicht ganz uninteressant. Ja, und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, für diesen Schnelldurchlauf beim Thema Geert Wilders und PVV.